Hallo Leute, es geht weiter mit Dust an Illusion Tale und ich freue mich ganz doll, dass es weitergeht, denn wir nähern uns tatsächlich dem Ende des Spiels. Und obwohl ich das Gefühl habe, dass das Spiel gar nicht mal so super ankam, habe ich mich ziemlich gut eingearbeitet in das Spiel und fand das eigentlich, gerade je näher man dem Ende kam, immer spannender. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute das Spiel gar nicht kennen. Aber wir sind jetzt schon bald im Finale, aber ich wollte mit euch nochmal hier in die Weihestätte reingehen. Hier befinden sich, ich wiederhole nochmal, alle kleinen Freunde, die ich so in Käfigen gerettet habe. Das habe ich halt nicht immer im Let's Play gemacht, sondern auch offline, weil es da immer sehr viel zu tun gab. Und hier sieht man schon, wie viele ich gerettet habe. Das ist unglaublich. Ich glaube aber trotzdem, dass mir irgendwie noch welche fehlen. Ich glaube fast, wenn man alle Freunde rettet, kriegt man eigentlich eine Errungenschaft. Und die habe ich nicht bekommen. So, könnte also sein, dass mir sogar noch jemand fehlt. Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall sind das bestimmt irgendwelche Figuren aus anderen Spielen. Und den erkenne ich hier auch wieder, obwohl ich... Ach, wie hieß denn das noch? Wie hieß dieses Spiel? Hieß der nicht Sebastiano oder Bastiat oder Sebastian oder irgendwie so dieser Junge hier? Ich glaube, wenn ich die Figur sehe, meine ich, dass ich das Spiel mal bei Steam gesehen habe. Der hieß doch so, oder? Weiß nicht, ob das Donald Duck sein soll. Den hier erkenne ich auch irgendwie, diesen Detective. Aber mir fallen die Namen nicht ein. Vielleicht ja euch. Vielleicht erkennt ihr die Figuren ja wieder. Eine Belohnung bekomme ich nicht, weil ich habe schon alle Resonanzsteine. Ich habe sogar mittlerweile durch so eine Nebenquest... Ich habe nämlich den Schnee zu Bopo gebracht. Wo habe ich denn dieses ganze Gedöns von extra Zeug? Ja, hier, genau. Hier habe ich sogar jetzt einen Regenbogen-Resonanzstein. Der kann alle Tore öffnen, die Farbe haben. Also ein bunter, das finde ich total cool. Hätte man den sich zuerst besorgt, aber das geht natürlich am Anfang gar nicht, dann hätte man sich alle anderen Resonanzsteine sparen können. Damit kann man ja immer diese Tore öffnen. Nun ja, das so mal am Rande. Und jetzt freue ich mich aufs Finale, wenn es das Finale wird. Und dafür müssen wir in die Dämmerlandbecken wieder gehen. Wie man sieht, habe ich auch noch nicht überall alles fertig. Ich habe aber so viel es geht gemacht. Hier sind es 90% beim Schützenpass. Das liegt aber daran, dass ich da nur den einen Schlüssel noch nicht geholt habe und so. Obwohl, nee, das ist Schatz, 68%. Hey, irgendwas habe ich hier noch nicht vollständig gemacht. Vielleicht ist hier tatsächlich noch so ein Käfig mit einem Freund. Ich weiß es nicht. Aber wir gehen jetzt in die Dämmerlandbecken. Und da freue ich mich jetzt auch drauf. Ins Mondblüterlager. Na komm, darf ich mal bitte speichern? Hallöle. Dankeschön. So, hier möchte ich einmal gespeichert haben. Und dann geht's los. Hier ist auch noch irgendwo ein Schatz. Gleich im nächsten Bild. Sieht man immer an den Kreisen. Da ist noch was zu erledigen. Das habe ich mittlerweile kapiert. Achso, hier kann ich mit ihm reden. Und hier kann ich mit ihr auch nochmal reden. Mit allen nochmal reden. Genau. Fidget sagt auch, hier ist was versteckt. Wo soll denn hier aber was sein? Oh nö. Aber hier jetzt nochmal runter und so. Da habe ich... Außerdem bin ich dann sowieso zu weit unten. Es muss irgendwo oben sein. Hallo. Irgendwo hier in diesem Bild soll es sein. Nicht woanders. Was ich ja auch gerne noch geschafft hätte als Nebenquest, wäre diese Tausender-Kombo. Aber bis jetzt war das nicht. Ist hier irgendwas? Bin ich aber wieder schon im nächsten Bild. Also irgendwo hier sollte ein Schatz sein. Vielleicht darf man gar nicht so weit nach oben. Oh doch, doch, hier soll... Hier war ich noch nicht. Alles klar, man kann noch weiter nach oben. Haha. So macht man das. Alle Schätze. Was habe ich bekommen? Ring des Wissens. Der ist aber nicht wirklich besser, würde ich meinen. Nee. Und den anderen trage ich am anderen Finger. Nee, das ist schon alles gut so. Ich habe natürlich von der Ausrüstung her so gut es geht das gemacht,
was geht, was wir rausholen konnten. Ey. Der kleine Schlag. Und schon ist die Kette wieder durchbrochen. Ey. Weiter, weiter, weiter. Wir waren ja hier schon mal. Aber es ist egal. Jetzt können wir hier auch durch. Oh, hier gibt es noch jemanden zu besiegen. Wen denn? Wen denn? Da vorne. Jetzt ist der hier immer so im Weg. Das ist nervig. Und nur wegen dem kann ich hier nicht durch. Oh Gott, ja. So. Jetzt aber. Kann auch hier noch weiter nach oben. Das tue ich auch gerade, weil Schatz und so. Na? Oh, hier ist aber viel Gold. Ach, ich habe ja schon immer so ein bisschen Angst, dass ich das Timing doch verfehle, zu früh losspringe. Im Moment geht's gerade, aber man kann sich echt schnell verbrennen. So. Wo soll ich jetzt nach oben hin? Ich glaube, ich habe hier damals schon den Schatz gesucht und nicht gefunden. Aber irgendwo muss er ja sein. Das ist komisch. Immer diese unsichtbaren Typen. Das ist merkwürdig. Jetzt bin ich wieder raus aus dem Bild. Tja, was soll's. So, da sind wir nun. Ich speichere mal, wo speichere ich denn? Kann ich hier nicht aus... Warte. So, hier speichere ich mal. Und dann gehen wir mal hier weiter. Mal alles einsammeln, was ich so verpasst habe. Oha. Meine Kette zerbricht immer, egal was ich mache. Und ich sollte auch mal was zu mir nehmen. Ja, ich krieg das einfach in dem Gewusel nicht hin. Den habe ich jetzt erkannt, aber manchmal ist es so wuselig, dass ich es einfach nicht sehe. So wie hier jetzt, dass das ein Gegner war. Hier stehen. Natürlich sehe ich, dass die da kämpfen, aber oh Gott, ich kann die manchmal nicht unterscheiden. Die sehen sich alle so ähnlich.
So geht's natürlich auch. Ja, wie wir sehen, ich habe hier schon ordentlich draufgelegt auf Angriff. Mehr Angriff geht einfach schon gar nicht mehr. Ich mache jetzt nochmal Fidget ein und dann ist gut. Oha. Ich glaube, ich helfe denen eigentlich ganz gut, aber wie gesagt, meine Kette durchbricht einfach immer. Meine Schatzkiste, die hat mich schon gefragt, wo denn hier das Zeug ist. Soldatenrüstung, was hat die denn so? Ha, da fehlt mir immer noch dieses, ja. Ich habe dafür einfach nicht alle Materialien, das ist das Problemchen. Naja, ist dann wohl so, aber Schatz trotzdem gefunden. Fidget ist echt eine gute Partnerin, wenn man die so aufgepimpt hat, finde ich das echt gut. Was die so drauf hat, ist doch nicht schlecht. Oh oh. Wow. Na, komm. Wow. Oh, die Musik ist toll. Okay, bei dieser Kiste war ich anscheinend schon. Ich erinnere mich schon gar nicht mehr, wo ich immer war. Manchmal sieht alles so gleich aus. So, dann machen wir die Kiste auch noch mal eben auf. Schön mit Energie versorgt worden und eine Menge Geld anscheinend. Aber mir fehlen halt, wie gesagt, eher so ein paar gewisse Materialien. Das ist eher das. Meine Freunde, kommt und begleitet mich. Yay.
gehen die denn alle hin? Die gehen alle durch die Wand. Oh, das habe ich gar nicht bemerkt. Ich sah gerade noch ein Feind, wie der war. Ja, ich sage, man sieht das immer gar nicht unbedingt. Oder ich sehe das gar nicht immer unbedingt. So, Fidget wird hier ordentlich aufgepimpt ohne Ende. Da will ich gar nicht durch. Ich will hier lang. Spannende, actiongeladene Musik. Also ich merke immer erst, dass der Tod ist, wenn alle wieder weiterlaufen. Oh ja, wieder die Kette zerbrochen. Schön. Ja, komm, du auch noch drauf. Blocken muss man bei den Großen natürlich. Ja, wir laufen alle einfach weiter. Ich laufe mit euch mit. Immer mit dem Strom gehen. Hier soll noch wieder ein Schatz sein. Erstmal speichere ich. Und wo ist jetzt hier der Schatz? Mithral, we can't go on any further. Those enemy cannons are far too powerful. You'll need to find a way around their flanks, so you can destroy them. Okay. Ja. Gut, machen wir das. Kriege ich schon irgendwie hin. Aber da war noch was. Ah. Okay, Moment. Komme ich denn da? Kann das hier kaputt machen? Komm her, du Hühnchen. Und ganz viele Schlüssel gefunden. Und eine Schatzkiste auch noch. Okay, wir sollen halt irgendwelche Kanonen oder so betätigen, sonst kommen wir hier eh nicht weiter. Nimm das auch noch mit. Hier die Gegner, die schweben noch vor sich hin, ist auch gut. Jetzt habe ich aber das Problem, ja. So. Wurde getroffen. So, hier komme ich jetzt doch hoffentlich weiter. Jetzt treff ihn doch mal.
Die kriegen wir schon alle noch hin. Oh, was sind das für Trommeln? Kommen wir jetzt hier hin, wo wir hin sollen? Ich hoffe mal. Schön, wie Fidget das hinkriegt. Ich drück zwar die Knöpfe, aber Fidget macht's eigentlich. Hier brauchen wir so ein Bombending. Und hier ist noch eine Schatzkiste. Tja, wo ist das Ding? Wo kriege ich das her? Irgendwie von oben, ne? Vielleicht kann ich mich richtig nach oben nochmal, ja. Ach, da sind die anderen, ja. Und hier habe ich auch dieses Ding, was ich brauche. Komm mal mit. Ja, ja, komm mit. Du Bombenteil. Nein, sie geht schon kaputt. Jetzt aber. Ha, geschafft. Sehr gut. Oh, ich sehe die immer nicht. Auf einmal diese unsichtbaren Arschgeigen. Brauche ich denn jetzt wieder eine Bombe? Weiß ich nicht. Irgendwo. Na, wie findet ihr den Feuerstrudel von Fidget? Nicht so angenehm? Sehr gut. Levelaufstieg schon wieder. Nicht mit mir. Ich weiß nicht, was hier oben ist. Geh mal weiter. Ein Schatz ist hier irgendwo. Oh, ich werde ganz schön bespuckt. Irgendwie. Ich glaube, ich speichere hier auch mal. Hier links war ich wohl auch noch gar nicht. Merke ich gerade. Ach ja, unser Kampfkunststein, den kriegt Fidget jetzt auch mal. Jetzt ist sie auf volle Power. Ja, nu. Ich muss hier dann wieder nach rechts. Und überall sind hier noch Schätze. Ich weiß gar nicht wo. Aber ich komme gar nicht so schnell, die Umgebung mir anzugucken. Es gibt hier irgendwie so viel zu entdecken, gefühlt. Ja, du fettes Vieh. Wow. Voll rein. Hier einfach mal runterfallen lassen. Oh ja, hier war ich noch nicht. So, Schätze geholt, würde ich meinen.
Hier soll aber auch noch was sein. Wo denn? Ah, hier. Oh, meine Energie. Sagt mir das doch mal jemand, dass es mir so schlecht geht. Außerdem haben wir ja genug. Genug Kram. Genug Hühnchen für alle. Oh, 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 oh. Schnell weiter. Aua, aua, aua. Was mache ich denn hier? Hier bin ich voll ungeschützt. Was? Ach so, da kommt eine Plattform. Wie gemein. Hilfe! Ich komme gar nicht hinterher. Ah, hallo? Oh, ist mir zu blöd. So, blöde Plattform. Da ist ein Schlüssel. Tja. Ah, auf einmal kommt da so ein gelber Bomber auch noch dazwischen. Echt gemein. Man weiß manchmal gar nicht, was einem da vor die Nase läuft. Schon wieder. Es war so klar, wie soll ich da rankommen und so schnell wieder runter? Das kann ich gar nicht. Also technisch nicht. Weil er lässt sich einfach gar nicht so schnell fallen. An diesen Dingern. Man kann halt nur so langsam runterrutschen und ich glaube, selbst das ist nicht schnell genug. We are nearly there, Mithraren. Once we are through their line, General Gaius will be within sight. No matter what happens, my friend, it has been an honor to fight by your side. Das ist ja cool. Ich habe gar nicht gemerkt, dass wir schon alle Kanonendinger kaputt gemacht hatten. Habe ich wohl automatisch schon immer gemacht mit Fidget. Ich mache einfach alles kaputt, was mir vor die Nase läuft. Ja, wir kommen dem Ganzen irgendwie näher, scheint mir. Oh, wow. Okay, das war ein ordentlicher Bums. Glaub mit, das haben die echt einen guten Krieger an ihrer Seite. So, ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich mal einen Cut und ja, mal gucken, ob jetzt wirklich der Endkampf kommt, der Bosskampf kommt mit General Gaius. Ich bin sehr gespannt, ich hoffe ihr auch. Bis zum nächsten Mal.